Gray kehrt zurück. In einem neuen Film von Jean Delanois nach dem berühmten Roman von Georges Simenon. Maigret kennt kein Erbarmen. Schön sind sie, die letzten Saint-Fiacre. Feine Sippschaft. Ein Säufer, nicht ganz ehrlich. Und eine alte Betschwester, die sich mit Gigolos abging. Ein Fall, wie ihn Maigret in seiner Laufbahn noch nie erlebt hat. Ein Fall, der ihn mitnehmen wird. Ihre Mutter ist heute früh gestorben bei der ersten Messe. Aber ich kann Sie versichern, dass sie nicht gelitten hat. Nicht gelitten. Das Herz hat versagt. Ja, aber es war kein natürlicher Tod. Es war ein Verbrechen, das ich verhindern wollte. Ein außergewöhnliches Verbrechen, das von dem sonderbarsten aller Mörder begangen wurde. Wird er als erster den berühmten Kommissar in die Knie zwingen? Und Sie? Sie mussten mit der Schelle läuten. Ihr ins Gewissen reden. Die Absolution gegen die Mea Culpa einhandeln. Die Hostien gegen die Sekretäre. Warum antworten Sie mir nicht und sagen, dass ich recht habe? Warum sagen Sie es nicht? Sie kennen den Mörder, nicht wahr? Gott kennt ihn. Gott kennt ihn. Aber Maigret wird ihn finden. Er wird ihn finden, denn er verbrachte seine Kindheit in Saint-Fiacre. Und Sie, mein Herr, was wünschen Sie? Ich hätte gerne Stange Lakritze, Mutter Tatin. Ich war als Junge auch Ministrant hier, genau wie du. Ja, mein Sohn, und genau wie du habe ich auch bei der Aschermittwochmesse assistiert. Gabin ist Maigret. Ein Gabin Maigret, wie Sie ihn noch nie gesehen haben. Aber nachdem Sie von hier sind, vielleicht kennen Sie ihn. Sabatier, Lucien Sabatier. Ja, der Name sagt mir was. Ist er nicht so ein kleiner Schwarzer? Ja. Arbeitet er nicht in einem Schloss in der Umgebung? Ja. Mal lächelnd und einfühlsam. Ich sehe noch einen Mann mit einem schwarzen Schnurrbart vor mir, der mich begrüßte, ihren Vater. Hm. Und einen Jungen mit blauen Augen, der mich verzückt anstarrte. Und furchtbar nach Kölsch Wasser roch. Auch ich habe eine ganze Flasche ausgegossen. Kennen Sie sich in Louis Hayes aus? Ja. Oh, ich bin ganz scharf darauf. Ich will es überall. Eine Kommode im Entree, den Salon, das Schlafzimmer. Mal kennt er kein Erbarmen. Das habe ich auch beim Notar erfahren. 5 Millionen gehen nicht zu Fuß, was? Er war ja so gut, dass er es nicht übers Herz brachte, dass die alte Gräfin ihren Sohn noch einmal sah. Wenn der Sohn auch nicht sehr viel taugte. 7 hätten einen Grund gehabt, das Verbrechen zu begehen. Aber nur einer hat es getan. Nur wer? Wenn man eine Falschmeldung bringt, hat man doch nicht gleich einen Mann umgebracht. Nein, denn in diesem Falle war es eine Frau und Sie hatten den Mörder am Apparat. Er geniert sich, es vor Ihnen zu sagen. Er hält mich für schuldig. Unter uns ja. Anmaßung ist das richtige Wort, aber der Untersuchungsrichter ist ein gemütlicher Herr. Deshalb rate ich Ihnen, verpassen Sie Ihren Anwalt nicht und stellen Sie... Eine einzigartige schauspielerische Leistung. Sie gehört. Sie erhebt sich. Ich kenne Sie sogar so gut, um Ihnen zu sagen, dass Sie kein Recht haben, hier Recherchen anzustellen. Ich habe keine Angst. Das heißt, keine richtige. Nein. Ihr Zustand war zwar ernst. Ich bitte Sie, schweigen Sie. Wir antworten nicht auf vage Anschuldigungen. Maigret kennt kein Erbarmen. Ein Roman von Georges Simenon. Ein Film von Jean Delanois. Ein Drehbuch von Michel Audiard. Eine Inszenierung von Jean Gabin. Ein Film, den Sie sehen wollen und nochmal sehen wollen.